Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns nochmal mit dem Thema Prozessintegration beschäftigen. Die Prozessintegration habe ich in den verschiedenen Videos, die Sie zuvor angeschaut haben, immer schon mal erwähnt. In diesem Video werden wir uns jetzt aber ganz explizit nochmal anschauen, wie die verschiedenen Bereiche des SAP S/4HANA-Systems, die wir kennengelernt haben, integriert sind. Zum Anfang möchte ich nochmal ganz zurück in das erste Vorlesungsvideo springen. In dem Video habe ich mit Ihnen folgendes Schaubild erarbeitet. Ja, das habe ich hier nochmal in unser Miro-Board geöffnet. Sie erinnern sich, wir haben die verschiedenen Bereiche eines Unternehmens wie Vertrieb, Lagerhaltung, die Finanzen, Produktion, ja, oder den Bereich der Materialwirtschaft uns angeschaut und haben überlegt, zum Beispiel, welche Datenobjekte in den verschiedenen Bereichen relevant sind. Gab es zum Beispiel die Kunden im Vertrieb oder sowas wie Bestellungen im Bereich Materialwirtschaft. Außerdem haben wir diese verschiedenen Bereiche mit den Bereichen des S/4HANA-Systems in Verbindung gesetzt. Ja? Also der Vertrieb heißt auch im S/4HANA-System Vertrieb. Materialwirtschaft ist im S/4HANA-System im Bereich Einkauf und Beschaffung abgebildet. Ja? Und in den nachfolgenden Videos haben wir uns verschiedene Prozesse und auch verschiedene Details in diesen Prozessen, in diesen unterschiedlichen Bereichen angeschaut. Ich habe jetzt hier nochmal die Grafiken der verschiedenen Fallstudien im Bereich Vertrieb, Einkauf und Beschaffung und Produktionsplanung und Steuerung. In diesen Grafiken ist dargestellt, welche Integrationspunkte zwischen den verschiedenen Bereichen wir in den unterschiedlichen Fallstudien gesehen haben. Zum Beispiel in der Fallstudie zum Vertrieb, da haben wir gesehen, dass verschiedene Belege im Vertrieb angelegt wurden. Ja, das sehen wir hier oben. Aber das ist natürlich auch Integration mit dem Bereich Einkauf und Beschaffung oder der Materialwirtschaft gab. Ja, immer dann, wenn zum Beispiel eine Warenbewegung gebucht wurde, da war das ein Warenausgang. Und natürlich auch mit dem Finanzwesen. Das Gleiche trifft zu für die Fallstudie Einkauf und Beschaffung. Auch da haben wir gesehen, in dem Bereich Einkauf und Beschaffung wurden Belege erzeugt, aber natürlich auch wieder im Finanzwesen. Ja, und schlussendlich haben wir das Gleiche auch im Bereich der Produktionssteuerung gesehen. Da wurden Fertigungsauftrag und Rückmeldungen zum Beispiel in der Produktionsplanung und Steuerung angelegt. Es gab natürlich Warenbewegungen, deswegen haben wir wieder Belege im Bereich Einkauf und Beschaffung und im Finanzwesen. Und an der Stelle haben wir außerdem auch nochmal gesehen, dass es bestimmte Schritte gab, die eben nur einen Beleg im Controlling angelegt haben und keinen Beleg im Finanzwesen. Diese Fallstudien, die wir durchgeführt haben, die waren allerdings so aufgebaut, dass die verschiedenen Bereiche möglich für sich standen. Also zum Beispiel haben wir im Vertrieb uns nicht darum gekümmert, woher die Waren, die wir den Kunden schicken, eigentlich kommen. Ja, wir haben also nicht gesehen, dass es hier vielleicht auch eine Integration zwischen dem Vertrieb und der Produktion geben könnte. Oder zwischen dem Vertrieb und der Beschaffung, wenn es sich um Produkte handelt, die Global Bike eben handelt und von Lieferanten bezieht. Ja, das Gleiche trifft zu im Bereich Produktionsplanung und Steuerung. Da haben wir das sehr explizit gemacht. Wenn Sie sich erinnern, in dieser Fallstudie haben Sie, bevor wir mit der Fertigung begonnen haben, sich alle Rohstoffe ins Lager eingebucht. Da gab es einen Schritt, wo Sie einfach 500 Stück aller notwendigen Rohstoffe ins Lager gebucht haben, sodass die Produktion durchgeführt werden konnte. Ja, auch da gibt es natürlich eigentlich wieder eine Integration mit dem Bereich Einkauf und Beschaffung. Ja, diese Rohstoffe sollten beschafft werden. Und das ist genau das, was wir im heutigen Video uns anschauen. Ich habe hier mal so ein BPMN-Diagramm erstellt. Dieses BPMN-Diagramm greift jetzt alle Bereiche, die wir bisher kennengelernt haben, auf und integriert sie. Ich zoome mal in dieses BPMN-Diagramm hinein, sodass man ein bisschen mehr erkennt. Man sieht hier, gibt es zum einen den Vertrieb. Dann gibt es den Bereich Einkauf und Beschaffung, die Produktionsplanung und Steuerung und das Finanzwesen. Und was ich jetzt hier modelliert habe, ist ein Prozess, der wirklich mal diese ganzen Bereiche, die wir im Rahmen der Vorlesung kennengelernt haben, integriert. Das Ganze startet in diesem Beispiel mit einem Kundenauftrag. Der Kundenauftrag wird erfasst, ja.
Sie erinnern sich an BPMN. Dieses Kreuz bedeutet, da handelt es sich um einen Teilprozess, ja, das Erfassen des Kundenauftrags. Da basiert natürlich noch eine Reihe von Dingen im Hintergrund, zum Beispiel die Verfügbarkeitsprüfung. Es werden Konditionen gepflegt oder es erfolgt die Terminierung. Als Ergebnis des Erfassen des Kundenauftrags gibt es einen Kundenauftrag. Und wenn wir uns jetzt nur den Vertrieb anschauen würden, ja, da erfolgt dann irgendwann die Auslieferung, der Warenausgang wird gebucht und so weiter. In diesem Beispiel ist das jetzt aber so, dass wir davon ausgehen, dass aus der Erfassung des Kundenauftrags ein Bedarf entsteht. Ja? Bedarf an Materialien, die dem Kunden geschickt werden müssen. Das sehen wir hier. Und damit sind wir im Bereich der Materialbedarfsplanung. Auch das haben wir im Detail gesehen. Ja? Da gibt es dann sowas wie die Nettobedarfsmengenberechnung, die Beschaffungsmengenberechnung, es erfolgt eine Terminierung und eine Stücklistenauflösung. Es werden jetzt die notwendigen Materialien beschafft und das erfolgt so, dass es einen Planauftrag gibt. Dieser Planauftrag wird in eine Bestellanforderung umgewandelt, es erfolgt die Bezugsquellenermittlung und so weiter. Irgendwann werden die Rohstoffe vom Lieferanten geliefert, ja, das ist hier dargestellt, und dann kann produziert werden. Ja, auch das sehen wir hier. Es gibt den Bereich Produktionsplanung und Steuerung. Dort werden die Waren produziert. Das Ergebnis ist, dass die Materialien, die Waren für den Kunden irgendwann verfügbar sind und dass dann der Kundenauftrag bedient werden kann. Und natürlich, das kennen Sie aus den Fallstudien, aus den vorherigen Videos, haben all diese Bereiche Integrationspunkte mit dem Finanzwesen. Die sehen wir hier unten. Was wir jetzt als erstes tun werden, wir simulieren uns diesen Prozess mal im Camunda Modeler, um einfach mal zu sehen, was passiert. Ja? Und ich habe jetzt hier den Camunda Modeler schon geöffnet. Im Camunda Modeler ist genau dieses Prozessmodell geöffnet, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und ich verwende jetzt die Token-Simulation, um einfach mal diesen Prozess ablaufen zu lassen. Ich starte den Prozess. Der Prozess startet damit, dass wir einen Kundenauftrag erhalten haben. Ja? Dieser Kundenauftrag wird erfasst und ja, jetzt splittet sich hier der Prozess auf. Und Sie werden sehen, irgendwann bleiben die verschiedenen Prozesspfade immer in unterschiedlichen Positionen sozusagen stecken, weil sie dann auf bestimmte Ereignisse warten. Wir sehen hier, dass der Kundenauftragsprozess nicht weiterläuft. Ja, das Material soll in unserem Beispiel nicht verfügbar sein. Der wartet darauf, dass die Produkte für den Kunden verfügbar sind. Aus dem Kundenauftragsprozess ist ein Primärbedarf entstanden. Ja. Der daraus resultierende Planauftrag wurde umgewandelt, eine Bestellung wurde erfasst und dieser Prozessteil wartet jetzt darauf, dass die Rohstoffe vom Lieferanten geliefert werden. Hier sehen wir die Produktion. Ja, die Produktion wartet darauf, dass die Rohstoffe verfügbar sind. Ja, ich lasse jetzt als erstes mal den Einkaufsprozess weiterlaufen. Das Zwischenereignis Rohstoffe verfügbar wird ausgelöst, ja, und der Prozess läuft jetzt im Finanzwesen zu Ende. Es wird irgendwann die Rechnung geprüft und der Zahlungsausgang gebucht, um den Lieferanten zu bezahlen. Wir haben jetzt gesehen, dass dieser Ereignis Rohstoff verfügbar ausgelöst wurde. Ja, somit können wir in unserem Prozess jetzt an dieser Stelle weitermachen. Die Rohstoffe werden aus dem Lager gebucht. Ja, es wird produziert, eine Rückmeldung erfasst und der Wareneingang wird gebucht und damit sind jetzt die Materialien für den Kundenauftrag verfügbar. Das Ende des Produktionsprozesses ist die Abrechnung des Fertigungsauftrags im Finanzwesen. So, und damit sind wir jetzt fast einmal durch den Prozess durch. Ja, es wartet jetzt nur noch der Kundenauftragsprozessteil. An dieser Stelle geht es eben erst weiter, wenn die Produkte für den Kunden verfügbar sind. Das sei jetzt der Fall. Die Materialien werden geliefert. Durch eine Auslieferung anlegen und die Waren kommissionieren, Warenausgang wird gebucht, eine Rechnung wird erstellt und an den Kunden versendet. Irgendwann erfolgt der Zahlungseingang und dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Damit haben wir jetzt einmal so einen integrierten Prozess über alle Bereiche, die wir kennengelernt haben, theoretisch gesehen. Das nächste, was wir jetzt tun, wir schauen uns den im SAP S/4HANA-System. Bevor wir in den eigentlichen Prozess einsteigen, schauen wir uns aber noch erstmal an, für das Produkt, das der Kunde bestellen wird, wie sieht da der Lagerbestand aus und wie sieht die Materialdeckung aus. Als erstes öffne ich die App Bestand Einzelmaterial und wir schauen uns hier das Deluxe Touring Bike in Rot an. Und wir werden das gleich
in Heidelberg produzieren. Ja, ich werde Heidelberg verwenden als Beispiel in diesem, für diese Prozessintegration. Und Sie sehen hier, dass in Heidelberg dieses Material, dieses Produkt nicht auf Lager ist. Tatsächlich ist dieses Material in Deutschland in keinem der beiden Werke verfügbar. Weiterhin schauen wir uns jetzt die Materialdeckung an. Ich habe das so vorbereitet, dass wir jetzt genau dieses Deluxe Touring Bike in Rot und alle Rohstoffe, die benötigt werden, um das zu produzieren, sehen werden. So, ich habe das so vorbereitet, indem ich mich als Planer für diese Materialien eingetragen habe, dass wir hier genau sehen, das Deluxe Touring Bike in Rot und alle Rohstoffe, die benötigt werden, um dieses Bike zu produzieren. Wir sehen auch hier, es gibt für keines dieser Materialien irgendwie eine Bestandsverfügbarkeit. Das liegt einfach damit zusammen, dass wir die nicht auf Lager haben. Auch hier erkennen wir das Deluxe Touring Bike in Rot. Ja, auch das ist nicht verfügbar. Lediglich diese Imbusschraube hier, das Material Bolt 1000, das ist auf Lager. Das hatte ich irgendwann mal in einem anderen Beispiel verwendet. Ja, wenn wir uns hier die Bestandsverfügbarkeit anschauen, dann sehen wir, es gibt davon 70 Stück. Ja, das ist schön, dass wir die haben. Dann sehen wir zumindest an einem Material ein bisschen was anderes wie in den anderen Materialien. Also, zusammenfassend, Deluxe Touring Bike in Rot und die notwendigen Rohstoffe, um es zu produzieren, sind nicht auf Lager. Damit können wir jetzt starten. Wir starten im Vertrieb mit der App Kundenaufträge verwalten und ich erfasse hier einen Kundenauftrag. Ich suche mir als erstes einen meiner Kunden in Deutschland. Nehmen wir das Neckarrad in Heidelberg. Ich nenne das Dokument Prozessintegration. Und dieser Kunde wird jetzt von unserem Deluxe Touring Bike in Rot 20 Stück bestellen. Wir sehen schon, in dem Moment, wo ich diese Menge erfasse, lande ich in der Sicht Verfügbarkeitskontrolle. Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, was da im Hintergrund passiert, empfehle ich Ihnen nochmal das Video zum Vertrieb. Das werde ich hier auch verlinken. Und wir sehen in der Verfügbarkeitskontrolle, dass Lieferung zum Wunschtermin nicht möglich ist. Ja, ich hatte als Wunschliefertermin das heutige Tagesdatum angegeben. Es ist allerdings möglich, zum 23.12. vollständig zu liefern. An der Stelle wird jetzt der Liefervorschlag auf Basis der Wiederbeschaffungszeit, die im Material gepflegt ist, berechnet. Und diesen Vorschlag nehmen wir an. Somit können wir jetzt den Kundenauftrag sichern. Und wir haben jetzt hier unseren Kundenauftrag mit der Nummer 124, der 20 Stück dieses Deluxe Touring Bikes in Rot enthält. Ich wechsle jetzt als nächstes auf die App Materialdeckung ermitteln. Und Sie sehen direkt, hier hat sich was geändert. Ja, wir sehen jetzt, dass die Materialverfügbarkeit des Deluxe Touring Bikes rot, auch rot ist. Ja, es gibt hier eine Unterdeckungsmenge von 20. Wir können hier auch draufklicken und dann sehen wir mehr Details. Ja, am 20.12. existiert eine Unterdeckung von 20 Stück. Wo kommt die her? Auch das können wir uns anschauen, wenn wir hier das Deluxe Touring Bike auswählen und auf Material bearbeiten klicken. Ja, jetzt sehen wir die Bedarfe und hier sehen wir eben genau der Bedarf, der aus unserem Kundenauftrag resultiert. Und das Datum der 20.12., auch das kennen Sie eigentlich schon, ist genau das Materialbereitstellungsdatum, das notwendig ist, um diesen Kundenauftrag zum 23.12. zu beliefern. Wie dieses Datum berechnet wird, auch das hatte ich Ihnen im Video gezeigt, nämlich in dem Detailvideo zum Vertrieb. Auch das werde ich verlinken. Was müssen wir tun, um dieses Problem zu beheben, dass wir 20 Stück dieses Fahrrads zu wenig auf Lager haben? Wir führen hierzu die Materialbedarfsplanung durch. Und das Ergebnis der Materialbedarfsplanung, das sehen wir jetzt hier, das ist, dass ein Planauftrag zur Fertigung dieses Materials erstellt wurde. Im nächsten Schritt können wir dann diesen Planauftrag in einen Fertigungsauftrag umwandeln und mit der Produktion starten. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Übersicht der Materialdeckung. So, und wenn wir uns jetzt die Materialdeckung anschauen für alle Materialien, die wir brauchen, um unser Touringbike zu produzieren, ja, dann sehen wir hier das Ergebnis der Materialbedarfsplanung.
Wir sehen jetzt hier, dass es ein paar Materialien gibt, für die eine Unterdeckung existiert. Ja? Für andere Materialien ist alles grün. Schauen wir uns zuerst mal eines dieser grünen Materialien an. Ja, zum Beispiel die Bremsanlage, die wir brauchen, um das Rad herzustellen. Wenn wir uns die in der Detailsicht ansehen, dann sehen wir, dass es einen Sekundärbedarf zum 21.12. gibt. Dieser Sekundärbedarf resultiert aus dem Primärbedarf für das Deluxe Touring Bike. Und wir sehen außerdem, dass durch die Bedarfsplanung eine Bestellanforderung angelegt wurde, die genau das gleiche Datum hat, an dem der Sekundärbedarf existiert. Und dieses Datum liegt in der Zukunft. Deshalb geht das System davon aus, dass dieser Bedarf gedeckt werden kann. Ja? Zum 21.12. werden wir 20 Stück diese Bremsanlage haben und diese 20 Stück werden beschafft mit Hilfe dieser Bestellanforderung. Das trifft auch so zu für alle Materialien, die grün sind, hier in unserer Ansicht. Trotzdem gucken wir uns mal noch das Touring Bike Aluminiumrad Bauteile an. Das ist ein Material, das selbst eine Stückliste hat und Sie sehen hier, ja, da gibt es keinen Bestellanforderung, sondern einen Planauftrag, das Material würden wir selbst herstellen. Ja? Und dieser Planauftrag ist auch zum 21.12. terminiert. Im Gegensatz dazu, wenn wir uns jetzt die Rohstoffe ansehen, die wir benötigen, um dieses Rad zu bauen, ja, dazu gehören diese Dinge, die wir hier oben sehen, da erkennen wir, dass es teilweise andere Bedarfstermine gibt. Ja? Nehmen wir zum Beispiel mal diese Sicherungsscheibe. Da ist der Bedarfstermin, der aus dem Sekundärbedarf für das Rad, das gebaut werden soll, resultiert, der 18.12. Und wir haben aber eine Bestellanforderung, ja, die angelegt wurde, die erst noch bestellt und geliefert werden muss. Ja, und der früheste Termin, zu dem das erfolgen kann, ist der 19.12. Ja, ich spiele das heute am 18.12. im System durch. 19.12., ja, wir haben hier eine Planlieferzeit von einem Tag. Ja, das ist der früheste Termin, zu dem wir beliefert werden könnten, laut unserem System. Und aus diesem Grund sind die Materialien, die wir hier oben sehen, ja, da gibt es eben eine Unterdeckung zu einem bestimmten Termin. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt in der Situation, dass wir aus der Materialbedarfsplanung Bestellanforderungen und Planaufträge haben. Wir können also Materialien beschaffen. Und wenn wir die Rohstoffe haben, Materialien produzieren. Im nächsten Schritt führen wir jetzt den Beschaffungsprozess für einen dieser Rohstoffe, die benötigt werden, durch. Ich wähle dafür diese Kette aus. Ja, und wir sehen auch hier die Bestellanforderung, die erzeugt wurde. Und wir können diese Bestellanforderung jetzt erstmal in der Beleginfo öffnen. Da sehen wir noch mal ein paar mehr Details. Und von hier öffnen wir jetzt die App Bestellanforderungen verwalten. In dieser Übersicht erkennt man jetzt, dass für diese Kette noch kein Lieferant zugeordnet ist. Ja? Die Bezugsquellenermittlung konnte für diese Kette Chain 1000, also keinen Lieferanten bei uns im System identifizieren. Wie genau die Bezugsquellenermittlung funktioniert, hatte ich Ihnen auch ein Detailvideo zum Bereich Einkauf und Beschaffung erklärt. Das werde ich hier nochmal verlinken. Um das jetzt für unser Beispiel, wo es eigentlich um die Integration geht und nicht um den Beschaffungsprozess, zu vereinfachen, lege ich jetzt einen Kontrakt an. Das soll ein Mengenkontrakt sein und ich suche einen Lieferanten. Ja, ich suche einen von meinen Lieferanten. Schauen wir mal, was wir da so finden. Und ich wollte hier den Gummischulze verwenden. Genau. Da muss ich noch die Einkaufsorganisation pflegen. Das ist DE00. Und jetzt kann ich den Kontrakt sichern. Müssen wir nochmal unseren Bestellanforderungen suchen. Bearbeitungsstatus, Kontrakt erstellt. Und hier sehen wir jetzt genau die Bestellanforderung für die Kette, die ich gerade bearbeitet habe. Es gibt jetzt hier eine Bezugsquelle. Die können wir nun auch zuordnen. Und wenn das erfolgt ist, können wir jetzt für diese Bestellanforderung eine Bestellung anlegen. Und dann läuft der normale Einkaufs- und Beschaffungsprozess wieder durch.
Ja, ich werde hier nochmal darauf hingewiesen, dass das Lieferdatum sehr kurz ist. Und damit ist die Bestellung angelegt. So, jetzt können wir den üblichen Einkaufs- und Beschaffungsprozess durchführen. Dazu wechseln wir auf die App Bestellungen verwalten. Hier sehen wir jetzt die Bestellung, die ich gerade angelegt habe. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir zu der Bestellung einen Wareneingang buchen. Das erfolgt über die App Wareneingang zum Einkaufsbeleg. Ja, ich muss jetzt hier unsere Bestellung eingeben. Die Menge ist schon vorbelegt. Ja, auch das Werk in Heidelberg ist vorbelegt. Ich muss nur noch den Lagerort auswählen. Das ist in unserem Fall Raw Materials. Und dann kann ich den Wareneingang buchen. Um den Einkaufsprozess zu Ende durchzuführen, müsste jetzt noch die Eingangsrechnung des Lieferanten angelegt werden und der Zahlungsausgang gebucht werden. Das werde ich jetzt im Rahmen von diesem Video nicht mehr zeigen. Das habe ich Ihnen schon in den Detailvideos zu Einkauf und Beschaffung erläutert. Was wir jetzt stattdessen machen, wir gucken uns wieder die Materialdeckung an. Und wenn wir uns nun die Materialdeckung für die Kette ansehen, dann erkennen Sie, ja, dass es jetzt hier nur noch den Sekundärbedarf gibt. Die Bestellanforderung wurde abschließend bearbeitet. Aufgrund des Buchen des Wareneingangs haben wir einen Bestand von 20, ja, und er deckt genau den notwendigen Bedarf des Sekundärbedarfs. Und diesen Prozess müsste ich jetzt für alle Rohstoffe, die wir zur Produktion benötigen, durchführen. An dieser Stelle werde ich jetzt wieder abkürzen und werde einfach für alle Rohstoffe uns eine ausreichende Menge ins Lager buchen. Das kennen Sie schon aus der Fallstudie zur Produktionsplanung und Steuerung. Also, wir machen hier einen Wareneingang. Sonstige. Ich habe jetzt alle 13 Materialien, alle 13 Rohstoffe, die wir benötigen, mal hier eingetragen und buche uns jeweils 100 Stück ins Lager. Damit haben wir dann genug, um produzieren zu können. Ich gehe jetzt nochmal auf unsere Prozessübersicht. Wir befinden uns jetzt in unserer Prozessübersicht an dieser Stelle hier. Ja. Wir sind im Bereich Einkauf und Beschaffung und haben jetzt alle Rohstoffe verfügbar. Auf das wird hier gewartet. Ja. Sobald die Rohstoffe verfügbar sind, können wir eben unsere Produktion durchführen. Zuvor müssen natürlich auch noch Fertigungsaufträge angelegt werden. Und das werden wir jetzt tun. Schauen wir uns wieder unsere Materialdeckung an. Ja, Sie sehen schon, jetzt ist alles grün. Basiert einfach daher, weil ich jetzt für jedes Material ausreichend ins Lager gebucht habe. Es gibt zwei Elemente in unserer Stückliste, die produziert werden. Das ist zum einen dieses Aluminiumradbauteil und zum anderen das eigentliche Deluxe Touring Bike. Das sehen wir hier. Ja, das ist das Einzige, das auch noch nicht komplett grün ist. So, schauen wir uns zuerst das Bauteil Aluminiumrad an. Hier gibt es jetzt einen Planauftrag. Also dieses Aluminiumrad muss produziert werden. Den konvertieren wir nun in einen Fertigungsauftrag. Und damit haben wir jetzt einen Fertigungsauftrag zur Produktion dieses Aluminiumrads. Ja, auch den können wir uns in der Übersicht anschauen. Das ist der Fertigungsauftrag, den wir gerade angelegt haben. Was machen wir als erstes? Wir buchen den Warenausgang für diesen Fertigungsauftrag. Dazu benutzen wir wieder die App Warenbewegung buchen. Wir buchen jetzt einen Warenausgang zu einem Auftrag. Ja, die entsprechenden Elemente werden schon vorbelegt. Wir müssen noch die Positionen anhaken, die okay sind. Und den Lagerort auswählen, das ist jeweils Raw Materials. Und dann können wir den Warenausgang buchen. Der nächste Schritt ist jetzt die Rückmeldung zum Fertigungsauftrag erfassen und den Wareneingang zu buchen. Fassen wir zuerst die Rückmeldung zu diesem Auftrag. Ja, das ist eine Endrückmeldung über die 40 Stück. Die können wir speichern. Und damit können wir auch den Wareneingang buchen. Ja, ich mache das jetzt sehr schnell. Wenn Sie das sich nur mal im Detail angucken wollen, dann schauen Sie sich die Videos zu Produktionsplanung und Steuerung an. Wareneingang zu einem Auftrag. Das ist der Auftrag.
Und diese 40 Aluminiumräder, die kommen jetzt in den Lagerort ja, Semi-Finished Goods. Und die haben wir jetzt auch verfügbar. Und damit schauen wir uns nochmal die Materialdeckung an. Damit ist jetzt auch das letzte Bauteil, das wir benötigen, auf Lager verfügbar. Na. Ne, das war das Falsche. Damit ist jetzt auch das letzte Bauteil, das wir benötigen, im Lager verfügbar. Ja. Der Sekundärbedarf kann gedeckt werden und somit können wir jetzt unser Fahrrad produzieren. Also nehmen wir uns dieses DXTA 3000. Ja. Hier gibt es den entsprechenden Planauftrag, auch den konvertieren wir in den Fertigungsauftrag. Und jetzt müssen wir wieder das gleiche Spiel durchführen. Ja, wir müssen jetzt diesen Fertigungsauftrag, den wir uns erstmal anschauen können, dazu den Warenausgang buchen, produzieren, die Rückmeldung erfassen und den Wareneingang buchen. Also, fangen wir mit dem Warenausgang an. Warenbewegung buchen. Das ist der Warenausgang zum Auftrag. Wir sehen jetzt hier die benötigten Elemente. Dabei handelt es sich um Materialien, die fast alle im Lagerort Raw Materials gelagert werden. Nur dieses Bauteil des Aluminiumrades, das befindet sich im Lagerort Semi-Finished Goods. Und somit können wir jetzt den Warenausgang buchen. Ja. Jetzt würde produziert werden. Nach der Produktion können wir die Rückmeldung erfassen. Auch wieder eine Endrückmeldung über 20 Stück. Und dann ist der letzte Schritt der Produktion jetzt noch das Buchen des Wareneingangs. Und hier haben wir die 20 Fahrräder, die produziert wurden und auf dem Lagerort Finished Goods landen. Ich springe nochmal zurück auf die Prozessübersicht. Ja, wir haben jetzt den Produktionsprozess durchgeführt. Damit ist jetzt das Material verfügbar. Ja, und dieses Zwischenevent, das hier ausgelöst wird, auf das wird an dieser Stelle gewartet. Und wir können dann im nächsten Schritt unseren Vertriebsprozess durchführen. Auch bei dem Produktionsprozess ist es natürlich wieder so, dass noch Schritte im Finanzwesen zu tun wären. Wir müssten hier den Fertigungsauftrag abrechnen, aber auch das würde ich für dieses Integrationsvideo überspringen. Das können Sie sich im Video zur Produktionsplanung und Steuerung nochmal anschauen. Damit ist also das Material des Deluxe Touring Bike 3000 verfügbar in ausreichender Stückzahl und wir können den Kundenauftrag fertig bearbeiten. Dazu verwenden wir die App Kundenauftrag nachverfolgen. Auch die habe ich Ihnen im Detailvideo schon mehrfach gezeigt. Hier ist unser Kundenauftrag von eben. Wenn wir uns den jetzt im Detail ansehen, dann erkennen wir, dass der noch nicht geliefert ist. Ja, als nächster Schritt steht jetzt die Auslieferung an. Und die können wir hier anlegen. Nehmen die Lieferung an. Ja, das war eine Warnung, das eigentlich heute noch gar nicht passieren muss. Ja, jetzt haben wir die Auslieferung angelegt. Wir können diese Auslieferung kommissionieren. Wir müssen die Kommissioniermenge angeben und aus welchem Lagerort die erfolgt. Wenn wir die Waren kommissioniert haben, können wir das einmal sichern und können jetzt im nächsten Schritt den Warenausgang buchen. Und damit ist jetzt der Warenausgang für den Kundenauftrag erfolgt. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ja, der nächste Schritt, der jetzt notwendig ist, ist die Faktorierung. Faktorierung führen wir noch durch. Wir legen die Rechnung an. Ja, jetzt haben wir die Rechnung an unseren Kunden versendet. Und wir müssen jetzt noch den Zahlungseingang buchen. Und dann ist der Kundenauftrag wirklich komplett abgeschlossen. Und um den Zahlungseingang zu buchen, verwenden wir die App Eingangszahlungen buchen. Der Buchungskreis ist jetzt DE. Das Belegdatum ist heute. Debitorenzahlung passt. Das Sachkonto ist unser Bankkonto.
Jetzt müssen wir noch den Debitor identifizieren. Das war in unserem Fall dieser hier. Wenn wir das haben, können wir die Posten vorschlagen, die auszugleichen sind. Ja. Jetzt müssen wir an der Stelle natürlich noch etwas aufpassen. Wir wollen ja in Euro buchen und nicht in US-Dollar. So, dann wählen wir hier Euro aus. Klicken nochmal auf die Posten vorschlagen. Jetzt haben wir hier auch den entsprechenden Betrag. Ja, in der Realität würden wir natürlich eine Eingangszahlung sehen und gucken, wie wir den Betrag verteilen können. Ich mache mir das jetzt hier ein bisschen einfach und nehme genau diesen Betrag, der auch in meiner Faktura enthalten war. Und wenn wir jetzt den Posten vorgeschlagen haben, dann können wir den ausgleichen und somit die Eingangszahlung buchen. Und damit ist auch dieser Schritt erledigt. Ja, und wenn wir jetzt wieder in die App Kundenaufträge nachverfolgen navigieren, dann werden wir auch sehen, dass unser Kundenauftrag von gerade eben, die Lieferung ist abgewickelt, die Fakturierung und in der Buchhaltung, also der ist komplett abgeschlossen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf unser Prozessmodell, dann sehen wir auch, dass wir jetzt hier den Vertriebsprozess bis zum Ende durchgeführt haben. Wir haben eine Auslieferung angelegt, wir haben die Waren kommissioniert, einen Warenausgang gebucht und Rechnung erstellt und dann läuft der Belegfluss weiter ins Finanzwesen. Wir haben schlussendlich einen Zahlungseingang gebucht und damit ist der Kundenauftrag abgeschlossen. Und damit haben wir jetzt einmal so eine komplette Prozessintegration über die verschiedenen Bereiche gesehen, die wir im Semester kennengelernt haben. Ja? Gestartet sind wir im Vertrieb mit einem Kundenauftrag. Wir haben dann Materialbedarfsplanung durchgeführt, haben die entsprechenden Rohstoffe beschafft. Ja? Das habe ich im Video nur für einen Rohstoff gemacht, die anderen habe ich dann wieder einfach ins Lager gebucht. Wir haben produziert und hier haben wir jetzt auch was anderes gemacht als in der Fallstudie. Wir haben nämlich zuerst das Aluminiumrad-Bauteil produziert, also das Halbfertigprodukt, das wir benötigen, um unser Produkt herzustellen, haben wir zuerst produziert. Dann haben wir den Produktionsprozess nochmal durchgeführt, um das Deluxe Touring Bike zu produzieren, haben die entsprechenden Waren ins Lager dann übernommen und sind damit an der Stelle gewesen, dass das Produkt, das der Kunde geordert hat, verfügbar war und wir jetzt eben den Kundenauftragsprozess durchführen konnten. Ja, und damit haben wir jetzt wirklich einmal so einen vollumfänglichen Prozess durchgeführt. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, ich habe das jetzt natürlich wieder alles selbst im System gemacht, aber in jedem dieser großen Bereiche, sei es Vertrieb oder Einkauf und Beschaffung oder auch Produktion, sind natürlich unterschiedliche Rollen von Mitarbeitern mit den unterschiedlichen Aufgaben betraut. Ja? Also im Vertrieb wird ein Kundenbetreuer den Kundenauftrag erfassen zum Beispiel. Ein Lagermitarbeiter wird die Waren kommissionieren und den Warenausgang buchen. Die Fakturierung passiert wahrscheinlich automatisch in einem echten System. Ja? Dazu werde ich noch ein Video machen zur Prozessautomation. Das kommt dann danach. Habe ich hier gemacht oder vielleicht macht das auch ein Mitarbeiter im Finanzwesen. Ja, und schlussendlich, Zahlungseingangsbuchung ist dann ein Kreditorenbuchhalter im Finanzwesen. Also das nochmal als Hinweis. Obwohl ich hier das alles immer selbst durchgeführt habe, sind das in einem echten Unternehmen natürlich unterschiedliche Rollen. Und das war das, was ich Ihnen zur Prozessintegration zeigen wollte. Ja, ausgehend von einem Prozessmodell, das wir simuliert haben, haben wir auch die Prozessintegration einmal komplett im System durchgeführt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Auf deinen Partys läuft nur Krach. Verdächtig.
20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.